Da geht's, Vorteil. Kötscher, der geht da durch. Und jetzt muss aber was passieren. Donnerschlag. Also da zieht auch das Kärtel. Das gelbe Kärtchen erst einmal. Denn wer wurde da gelegt? Brian Gall, meine ich, war es. Nee, Quatsch, Kötscher war es von Fasnacht. Der ist aber auch sonst nicht zu halten heute. Nein, der ist nicht zu stoppen. The Unstoppable Serkan Kötscher. Freistoß, das ist genau die Gelegenheit. Das ist das Ding, der muss irgendwie da rein zwiebeln. Entweder mit links, so dass er direkt reinfliegt. Gucken wir, Daumen drücken, alle zusammen, kollektiv, fasst euch an die Nase, das hilft manchmal in diesen letzten Minuten. Gleich sind die 90 Minuten rum, deshalb sage ich es ja, Serkan Firat, hau das Ding einfach mal direkt rein, ihr macht dich hier zum Man of the Match, Hodža steht auch dabei, das wäre das vom Tor weg, Flanken. Ding, das wäre die Flankenoption. Wie oft hat er um 4, 5 Mannmauern da gespielt? Und jetzt stehen da 2 Hansels. Das sollte doch möglich sein. Wollen wir schauen, Firat. Da steht er, auch Hodža, aber Firat wird das wohl machen. Da läuft er an. Jetzt kommt er, gedreht und da! Und da! Das ist das Tor! Firat! Firat! Das gibt es doch gar nicht! Das ist ein Goldfüßchen! Serkan Firat! Der braucht ein neues Denkmal direkt neben Hermann Huber. Wollt ihr wissen, wo er hingeschossen hat? Hinten in den langen Winkel, genau in den Triangel rein. Die ersten 5 Meter fliegt der Ball in eine Höhe, als wollte er an die Eckfahne. Und dann dreht er sich und fliegt hinten in den Winkel rein. Unfassbar, der Junge. Und die Offenbacher Spieler tragen ein blaues Trikot hier. Daniel Endre steht drauf, die Nummer 16. Ihm gewidmet, dieser Führungstreffer.